Als das Huawei P20 Pro im April 2018 vorgestellt wurde, war ein häufig geäußerter Vorwurf, dass es ein designseitiger Abklatsch sei, und zwar vom iPhone X. Nun ist das iPhone XS hier in der Max-Version draußen und das ist sozusagen eine Erweiterung oder Verfeinerung des Originals. Diese beiden Geräte wollen wir jetzt mal miteinander vergleichen. Ach Leute, was habe ich da doch für einen geilen Job. Ich darf mich wie ein gerne groß fühlen und zwei so tolle Smartphones gleichzeitig in den Händen halten. So als ob ich wichtig wäre. Aber genug der Selbstbeweihräucherung. Das hier links ist das Huawei P20 Pro. Das aktuelle Flaggschiff von Huawei, zumindest so lange bis das Mate 20 Pro rauskommt. Und das ist schon mal ein tolles Telefon. Und hier auf der rechten Seite nagelneu gerade rausgekommen. Viele haben es noch nicht, auch wenn sie vorbestellt haben, weil sie noch ewig warten müssen. Das iPhone XS in der größeren Version, dem Max. Ihr müsst euch jetzt hier sozusagen auf der linken Seite vielleicht noch das kleine XS denken. Das Huawei P20 Pro, das kann ich euch aber versichern, liegt größenmäßig in der Mitte. Das zeigt sich beispielsweise an der Displaygröße. Hier beim Huawei haben wir ein 6,1 Zoll in der Diagonale messendes AMOLED-Panel, löst nur in Anführungszeichen in FHD Plus auf. Hier beim iPhone XS Max ist das ein bisschen mehr und das sind Werte, die kann ich mir nicht merken, blendet euch aber mein Videoproducer Severin ein. Das heißt, das Display hier bei Apple, das ist nicht nur ein bisschen schärfer, nicht nur ein bisschen höher auflösend, ich würde auch sagen, es ist heller und ein bisschen farbintensiver. Das ist also wirklich ein sehr, sehr schönes Display. Das von Huawei ist auch gut, aber vielleicht nicht ganz auf demselben Niveau. Beide Geräte verfügen über den sogenannten Notch. Hier beim Huawei-Gerät ist der ein bisschen schmaler. Hier bei Apple wird das kaschiert durch das Hintergrundbild. Der ist wesentlich breiter. Da steckt aber auch mehr Technik drin, unter anderem Face ID, der 3D-Sensor, mit dem man das Gerät einfach durch das Halten gegen das Gesicht entsperren kann. Dabei wird sozusagen ein 3D-Modell des Gesichtes aufgenommen und abgeglichen, ob es sich dabei wirklich um den Besitzer des Smartphones handelt. Hier bei Huawei haben wir oben ganz konventionell nichts weiter drin als die 24-Megapixel Frontkamera und die Ohrmuschel, die gleichzeitig auch als Lautsprecher fungiert. Und das ist auch eine Gemeinsamkeit der beiden Geräte. Beide verfügen über Stereo-Sound. Jeweils hier oben über die Hörermuschel und auf der Unterseite befindet sich dann auch jeweils nochmal ein Lautsprecher. Das Entsperren bei Huawei geht ein bisschen konventioneller vor sich. Hier unten haben wir noch einen guten alten Fingerabdrucksensor. Der funktioniert sehr schnell und sehr gut. Huawei war da ja teilweise auch Vorreiter in diesem Bereich. Und jetzt gucken wir uns die Geräte mal von allen Seiten an und ihr werdet dabei feststellen, dass es ein paar Gemeinsamkeiten gibt. An der Seite haben beide Geräte einen Metallrahmen. Bei Huawei ist das so ein bisschen matter und hier bei Apple haben wir das schon einen schönen, glänzenden Edelstahlrahmen, der allerdings auch ein bisschen deutlicher Fingerabdrücke zeigt. Auf der linken Seite hier bei Huawei der SIM-Tray. Hier gehen eine oder zwei SIM-Karten rein im Nano-SIM-Format. Je nachdem, ob es sich um ein Provider-Gerät handelt, kann es auch sein, dass man hier nur eine SIM-Karte hat. Einen Einschub für Speicherkarten gibt es hier bei Huawei nicht. Und das ist auch eine Sache, die viele Leute dem Huawei P20 Pro vorwerfen. Nun gut, das Gerät ist standardmäßig mit 128 GB ausgestattet, sodass man so schnell auch nicht an Kapazitätsgrenzen stoßen dürfte. Und bei Apple ist das ja sowieso schon immer Standard. Es gibt keine Möglichkeit der Speichererweiterung und da haben wir die Lautstärketasten, die befinden sich beim Huawei P20 Pro auf der rechten Seite. Ihr seht das hier. Eine einzelne Wippe statt zweier Einzeltasten. Und das hier ist der Power-Button, der ist auch noch mal so ein bisschen rötlich hervorgehoben. Bei Apple haben wir hier auf der rechten Seite den Tray für die Nano-SIM-Karte, wohlgemerkt nur eine. Das Gerät ist auch Dual-SIM-fähig, wird allerdings als zweite Leitung nur eine eSIM unterstützen und diese Möglichkeit wird auch erst später per Software-Update nachgeliefert. Das hier ist der relativ breite Power-Button. Auf der Oberseite haben wir hier beim Huawei-Gerät noch Sensorik. Tatsächlich noch eine gute alte Infrarotschnittstelle. Sieht man heutzutage auch nicht mehr so häufig. Und hier bei Apple beim iPhone XS Max befindet sich dort überhaupt nichts. Auf der Unterseite haben wir hier jeweils die Grille, sage ich mal, für ein Mikrofon und für den zweiten Lautsprecher, den ich bereits erwähnt habe.
Bei Huawei haben wir natürlich einen USB-Typ-C-Anschluss. Das Ganze ist auch schnellladefähig über Huaweis eigene Supercharge-Technologie. Bei Apple haben wir hier den Lightning-Anschluss, auch schnellladefähig. Wenn man sich ein weiteres Netzteil kauft, das ein bisschen mehr Stromstärke durch die Leitung schleust. Standardmäßig ist bei Apple beim iPhone XS trotz des hohen Preises immer noch kein Schnellladegerät mitgeliefert. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Bei Huawei ist aber so ein Supercharge-Ladegerät bereits dabei. Ein kleiner Vorteil für das iPhone definitiv ist die Tatsache, dass es sich kabellos laden lässt. Hier ist eine Glasrückseite integriert und einfach auf ein G-Wireless-Ladepad legen und das Gerät lädt nach. Das Huawei P20 Pro hat zwar auch eine Glasrückseite, leider fehlt dort aber die entsprechende Möglichkeit. Ihr seht das gleich, die Kamerapartien, die sehen sich hier durchaus ähnlich. Apple mit einer 12-Megapixel-Kamera, die zusätzlich ergänzt wird durch ein Teleobjektiv. Huawei hat hier gleich drei Kameras integriert. Einerseits ein 40-Megapixel-Weitwinkel-Aggregat, eine 20-Megapixel Monochromlinse, die noch ein bisschen mehr Kontrastinformationen liefert und dazu noch eine Telefotolinse. Die Fotos, die mit dem Huawei P20 Pro aufgenommen werden, sind standardmäßig 20 Megapixel groß. Das reicht erstmal und da sind auch teilweise wirklich sehr, sehr schöne Objekte möglich. Die Charakteristik dieser Kamera ist, sage ich mal, ein bisschen übersättigt. Daran muss man sich gewöhnen, sehr, sehr kontraststark. Apple legt mehr Wert auf natürliche Farben. Da muss jeder wissen, worauf er mehr Wert legt. Vielleicht noch zu erwähnen, dass Huawei auch großen Wert darauf legt, die Zusammenarbeit mit Leica zu betonen. Hier ist auch Leica-Optik drin, das heißt, die Linsen sind vielleicht nicht in den Leica-Werken gefertigt, aber unter strenger Aufsicht von Leica hergestellt. Was beide Geräte außerdem noch gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie wasserdicht sind. Allerdings unterscheiden sie sich in der Zertifizierung. Also das Huawei P20 Pro ist nur in Anführungszeichen IP67 zertifiziert. Das Apple iPhone XS Max mittlerweile IP68. Das bedeutet, es kann rein theoretisch ein bisschen tiefer tauchen und ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Letzten Endes sind das aber Marginalien. Ich gehe davon aus, dass keiner von uns vorhat, das Ding wirklich in der Badewanne oder im Meer zu versenken. Also wasserdicht sind sie beide und damit auch robust und auch für den Einsatz im Regen geeignet. Was die Akkukapazität angeht, haben wir hier beim Apple iPhone XS Max 3300 mAh drin. Hier beim Huawei P20 Pro sind das sogar 4000 mAh. Das konnten wir schon intensiv testen. Das ist wirklich ein Smartphone, das eine sehr, sehr gute und sehr lange Akkukapazität hat. Also damit kann man definitiv einen Tag durchhalten, je nach Nutzung auch zwei oder sogar drei Tage. Beim Apple iPhone XS Max müssen wir uns das noch genauer anschauen. Allerdings birgt hier die verbaute CPU dafür auch, dass es relativ energieeffizient ist. Da ist der nagelneue Apple A12 Bionic drin, in 7 Nanometer Fertigung hergestellt, ein sehr, sehr energieeffizienter Prozessor. Hier bei Huawei ist das der Kirin 79. Der ist möglicherweise nicht ganz so effizient, aber auch sehr, sehr leistungsstark. Und beide Prozessoren haben auch so eine neurale Prozessoreinheit noch mit dabei, mit denen man beispielsweise AI-Funktionen in der Kamera nutzen kann. Also da gibt es dann automatische Bildaufhübschungen. Ist eine nette Spielerei. Die meisten Leute, die zumindest das Huawei P20 Pro getestet haben, sagen dann aber auch, naja, das, so dringend braucht man das nicht. Und wenn man es abschaltet, werden trotzdem gute Fotos damit aufgenommen. Ein Faktor, den man noch erwähnen sollte, ist die Videofunktion. Beim iPhone XS Max haben wir die Möglichkeit, 4K-Video mit 60 Frames aufzunehmen. Hier das Huawei P20 Pro unterstützt 4K-Video nur mit 30 Frames pro Sekunde. Und allgemein muss man sagen, das haben auch unsere Tests gezeigt, dass das P20 Pro jetzt nicht das beste Smartphone ist, um Video aufzunehmen. Da gibt es dann kleine Mikroruckler oder Probleme mit Formaten. Das ist traditionell bei Apple nicht der Fall. Kommen wir noch zur Software hier im Apple iPhone XS Max. Da haben wir ein iOS drauf in der momentan aktuellsten Version 12. Hier bei Huawei ist das ein Android 8.1, garniert durch die Oberfläche EMUI 8.1. Das heißt, das ist eine Oberfläche, die natürlich auf Android basiert, aber auch stark angepasst ist und durchaus inspiriert von der Optik von iOS. Das heißt, wer hier wechselt, der wird sich relativ schnell zurechtfinden. Es existiert hier die Möglichkeit, entweder alle App-Icons direkt auf dem Homescreen zu platzieren. Man kann aber auch optional und auf Wunsch hier einen zusätzlichen
App-Drawer, wie man ihn von den meisten Android-Oberflächen gewohnt ist, hinzuschalten. Ein cooles Feature, das beide Telefone für den optimalen Multimedia-Genuss qualifiziert, ist die Tatsache, dass hier Stereo-Lautsprecher drin sind. Das heißt, einfach hinsetzen, Smartphone an, Netflix an oder meinetwegen auch YouTube. Und ihr könnt hier durchaus guten Sound genießen, zumindest für Smartphone-Verhältnisse. Das ist wirklich eine brauchbare Option, wenn man mal unterwegs ist und keine Kopfhörer dabei hat. Und wo wir schon beim Thema Kopfhörer sind. Ja, ich habe es bereits erwähnt, hier beim Huawei P20 Pro gibt es keine Klinkenbuchse mehr. Allerdings tut Huawei alles, um den Übergang möglichst einfach zu machen. Zum einen ist hier in der USB-C-Buchse die Möglichkeit gegeben, dass man sowohl digitale als auch analoge USB-C-Kopfhörer anschließen kann. Das ist bei vielen Geräten ein Problem, weil nur entweder das eine oder das andere unterstützt wird. Wie gesagt, hier bei Huawei nicht der Fall. Außerdem liefert Huawei USB-C-Kopfhörer mit und einen zusätzlichen USB-C auf Klinke-Adapter. Das heißt, naja, es ist nicht so gut wie eine Klinkenbuchse, aber der Übergang wird einem ein bisschen schmerzärmer gestaltet. Hier beim Apple iPhone XS Max liefert Apple zwar auch Kopfhörer mit, die an den Lightning-Anschluss angeschlossen werden können, allerdings wird der Adapter, der noch in der vorherigen Generation beim iPhone X mit dabei war, wegrationalisiert. Das heißt, man muss hier entweder sich so einen Adapter zusätzlich kaufen oder man setzt gleich auf die kabellose Zukunft in Form der AirPods. Also man muss es ganz klar sagen, das Huawei P20 Pro und das Apple iPhone XS hier in der Max-Version, die ähneln sich auf eine Weise, also vor allem natürlich, was das Design angeht, ne, Glasrückseite, hinten auch diese Kamerapartie, der Notch oben, das sind schon deutliche Ähnlichkeiten. Welchem Gerät man jetzt den Vorzug gibt, das ist natürlich eine Frage, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Gute Kameras haben beide Geräte, wiewohl ich dem iPhone in Sachen Video den Vorzug geben würde. Hier das Huawei-Gerät hat vermutlich die etwas bessere Kamera, was Fotos angeht. Naja, displayseitig muss ich sagen, finde ich das iPhone ein bisschen besser. Natürlich spielt auch der Preis und das Ökosystem eine Rolle, in dem man sich aktuell befindet. Das Huawei P20 Pro ist mittlerweile deutlich günstiger zu haben als das gerade erst erschienene iPhone XS bzw. XS Max. Hat euch dieser Vergleich weitergeholfen? Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Abonniert auch gerne unseren Kanal und sagt uns in den Kommentaren zum einen, welchem dieser beiden Geräte ihr den Vorzug geben würdet und zum anderen auch, ob ihr mehr von solchen Vergleichen sehen wollt. Freuen wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!